Die Korrektur des Oberlids ist der unangefochtene Spitzenreiter unter den ästhetisch-plastischen Eingriffen, bei Männern wie bei Frauen. Im Jahr 2017 legten sich laut Deutscher Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie, GELK, 14,1% der ästhetischen Patienten für den jüngeren, frischeren Blick unters Messer. Die größte Problemzone, das Schlupflid. Ein Hautüberschuss zwischen dem beweglichen Lid und der Augenbraue wirkt nicht nur alt, sondern beeinträchtigt im Zweifelsfall auch die Sicht. Wenn der Hautüberschuss ein gewisses Maß überschritten hat, muss er operativ entfernt werden, stellt Dr. Med. Thorsten Kantehardt, Präsident der DGLPC, fest. Zum einen ist die Haut am Oberlid extrem dünn. Zum anderen, erklärt der Experte, kann ein großer Hautüberschuss vor allem bei älteren Patienten den Lichteinfall behindern und somit das Gesichtsfeld einschränken. Hier mit konservativen Maßnahmen zu arbeiten, würde nicht den gewünschten Effekt bringen. Allerdings, ist der Hautüberschuss noch gering und wird durch die abgesunkenen Augenbrauen bedingt, lässt sich ein leichtes Schlupflid auch mit einem Fadenlifting der Brauen korrigieren. Hier wird ein sich auflösender Faden mit Hilfe einer stumpfen Kanüle, an deren Ende ein Widerhaken ist, unter der Haut platziert, sodass der Hautüberschuss nach oben gezogen werden kann. Durch diesen Prozess wird die körpereigene Kollagenproduktion zusätzlich stimuliert, das sorgt für einen strafferen Look. Anders als bei dem operativen Eingriff einer Lidplastik, der bis zu 10 Jahre hält, schwächt sich die Wirkung beim Fadenlifting nach einem bis 1,5 Jahren wieder ab. Bei der operativen Lidplastik wird der Schnitt, bei örtlicher Betäubung oder in Dämmerschlafnarkose, in die Lidumschlagfalte gelegt, um die Narben möglichst zu kaschieren. Neben der überschüssigen Haut wird bei Bedarf auch überschüssiges Fettgewebe entfernt, die darunterliegende Muskulatur gestrafft und das Ganze mit einer nahezu unsichtbaren Naht in der Lidumschlagfalte geschlossen. Ob schief, zu spitz oder zu breit, Makel an der Nase lassen sich nicht verstecken. Vor allem die Korrektur eines Höckers wird häufig vorgenommen. Kleinere Unebenheiten können mit Hyaluronsäurefiltern optisch weggeschummelt werden. Wer allerdings nach einer dauerhaften Lösung sucht, kommt um den Gang zum Chirurgen nicht herum. Bei den Eingriffstechniken geht es darum, die knorpelige und knochige Substanz der Nase zu bearbeiten. Bei einer Höckernase beispielsweise werden überschüssige Knorpel- und Knochenanteile mit Hilfe eines Meißels, Haspels oder Skalpells abgetragen. Soll eine schiefe Nase begradigt werden, muss neben der Knochenstruktur auch die Nasenscheidewand bearbeitet werden. Häufig werden hier Knorpel und Knochen aus anderen Körperteilen, beispielsweise der Ohrmuschel, entnommen. Der Eingriff erfolgt meist unter Vollnarkose. Der Kampf gegen abstehende Ohren fängt früh an. Tatsächlich gehören Kinder im Vorschulalter zur größten Patientengruppe, aber auch Erwachsene versuchen, blöden Sprüchen mit Hilfe einer Ob zu entkommen. Wichtig bei dem Eingriff ist, dass der extrem elastische Ohrknorpel operativ geschwächt wird, sonst senkt sich dieser, ähnlich wie ein Gummiband, zurück, so Dr. Thorsten Kantehardt. Bei der Operation werden deshalb nach der Knorpelschwächung Fäden hinter dem Ohr angebracht und der Knorpel mit einer speziellen Nahttechnik in Position gehalten. Außerdem gibt es neue Trends. Bei der Erfurt-Methode wird der Knorpel unter lokaler Betäubung mit vergoldeten Metallklammern gefaltet und der äußere Rand der Ohrmuschel näher zum Kopf gebunden. Vorteil: Schwellungen klingen bei diesem minimalinvasiven Eingriff, anders als bei der traditionellen Ob, relativ schnell ab,